Hallo zusammen und willkommen zu Parzival von Wolfram von Eschenbach. Wollen Sie, dass Ihr Kind A. lieber dumm, aber sicher ist, B. sich selbst verwirklicht und voll der Promi wird oder C. gesellschaftliche Verantwortung auch unter großen persönlichen Opfern übernimmt? Merken Sie sich die Antwort, die Auflösung gibt's am Schluss. Die allerwichtigsten Figuren sind Parzival von Anjou, sieht aus wie Ronaldo, kämpft wie Schwarzenegger und tritt erstmal auf wie Trump, aber ihr lernt. König Artus ist der Cowboy unter den sagenhaften Königen des Mittelalters, Chef der Tafelrunde, bei der vor allem eines zählt, wie cool, also ritterlich, bist du wirklich. Bisschen irritierend ist, seine Homebase ist die Bretagne in Frankreich, also nicht England. Gawain ist einer der besten Ritter der Tafelrunde und bester Buddy von Parzival. Anfortas ist Gralskönig, das heißt göttlich berufener Weltherrscher, aber leider chronischer Schmerzpatient. Gachmuret und Herzeloide sind Parzivals Eltern, er sagenhafter Ritter und König von Anjou, sie sagenhafte Schönheit und Königin von Valois. Convirramus ist auch eine Königin und wie alle Frauen im Epos, bis auf eine, ist sie ein Supermodel. Und von den vielen anderen Celebrities erwähnen wir noch Herzogin Orgeluse von Logreus, das allersuperste der Supermodels. Und hunderte andere Ritter und Damen aus allen damals bekannten Erdteilen. Wolfram von Eschenbach dichtet sein Epos wahrscheinlich kurz nach 1200. Mit 25.000 Versen in 16 Büchern ist es, naja, episch lang, spannend, rätselhaft, crazy. Fangen wir einfach mal an. Los geht es mit Parzis Papa Gachmuret. So, als Zweitgeborener macht er erstmal Entwicklungsritter in Afrika. Ah, eine Stadt wird belagert. Und binnen 24 Stunden legt er im Alleingang zwei Belagerungsheere und anschließend die schöne Königin Belakane flach. Ach, das ist ja ganz schön hier so als König in Afrika, aber die ist ja Heidin und ich brauche Abenteuer. Und er schreibt Belakane noch ein Post-it an den Kühlschrank und verlässt sie. Und sie bringt später Feirefitz zur Welt. Zurück in Frankreich. Ah, ein Turnier. Ich mache euch alle platt. Und das macht er wirklich. Er ist wirklich ein großartiger Ritter. Jedenfalls sagt Königin Herzeloide dann zu ihm, du hast meine Hand gewonnen. Naja, aber ich habe schon eine Frau. Das ist eine Heidin, das zählt nicht. Und so kommt es zur Ehe von Gachmuret und Herzeloide. Schatz, ich gehe nur mal schnell ein paar Abenteuer bestehen. Aber obwohl er ein super Ritter ist, kommt er vor Bagdad um. Nein, immer dieses Ritterzeug mit meinem kleinen Parzi, der ist mittlerweile zur Welt gekommen, ziehe ich in den Waldorfwald. Ohne Fernsehen, ohne Computer, ohne Ritter. Und das geht auch erstmal gut. Dann trifft er aber zufällig im Wald einen Ritter und weil seine Mutter ihm gesagt hat, dass Gott ganz toll aussieht und hell, sagt er, bist du Gott? Und er so, nee, ich bin Ritter. Ich will auch Ritter werden. Wo wird man Ritter? Bei König Artus. Tschüss. Und zu seiner Mutter sagt er, Mama, ich will Ritter werden. Und sie so, nein, ich will. Na gut, dann pass mal auf, hier hast du ein paar ganz tolle Ritterklamotten. Mittlerweile ist er schon ein bisschen größer geworden und sie gibt ihm so Ramsch zum Anziehen. Und vier Regeln. Kein dunkles Wasser queren, auf alte Herren hören, die schönen Damen küssen und alle Leute grüßen. Den werden sie so auslachen, dass er eben nur wieder daheim bei Mama ist. Tschüss, Mama, ich gehe dann mal. Und sie so, nein, und fällt vor Herzeloide tot um. Oh, ein dunkles Rinnsal, da darf ich nicht drüber, da gehe ich mal dran lang. Und es begegnet ihm eine schöne Frau, die in einem Zelt auf einer Wiese liegt. Und er, oh, eine schöne Dame, guten Tag, knutsch. Und die so, was soll denn das? Und da ist er schon wieder weg. Sie heißt Jeschute und ihr Mann kommt nach Hause, sagt, wen hast du gerade geküsst? Das war so ein Typ, du hast mich betrogen, ungetrübe, shame. Und sie so, nein, und kriegt echt Ärger von ihrem Mann. Dann kommt er zum Artushof in Nantes und sagt, König Artus, guten Tag. Draußen steht so ein roter Ritter, der sagt, ich soll sagen, dass ihm die Sache mit dem verschütteten Wein auf der Königin leid tut und ihr vor der Stadt auf Vergeltungszweikampf wartet. Ja, danke, das lassen wir mal. Und ich will Ritter werden, bitte sofort. Ja, morgen, gell? Nein, sofort, ich mach das auch mit dem Zweikampf. Und weil kein anderer mit ihm zweikämpfen will, schnappt sich Parzival seinen Jagdspieß und jagt ihn dem roten Ritter ins Auge und der so, oh, das wäre jetzt nicht unbedingt, aber die Rüstung ist halt schon cool, die wollte ich von vornherein haben. Und er zieht sich die Rüstung des gefallenen roten Ritter Iter an und zieht fortan als reitender Ritter auf Aventüre aus. So trifft er zunächst mal auf den älteren Herrn Gurnemanns. Guten Tag. Und er so, hallo. Meine Mutti hat gesagt, ich soll auf alte Herren hören, also schieß mal los. Okay. Und der bringt ihm so die Ritter-Basics bei und sagt, hier, vor allem mal eines, nicht so viele dumme Fragen stellen. Okay. Dann zieht Parzival weiter. Ah, eine belagerte Stadt, die befreie ich doch mal. Hallo, ich bin die Königin der Stadt, Convirramus. Ich bin total keusch, aber ich wärme dir schon mal das Bett und wenn du meine Stadt befreist, machen wir weiter. Cool. Und er wendet sich an den erstbesten belagernden König und sagt, guten Tag. Und er so, wie bitte? Und daraufhin, bang, aua, Mist, besiegt Parzival ihn. Und die besiegten Ritter schickt er jetzt immer zu Artus. Schönen Gruß vom Parzival. Und die Convirramus so, super, und es wird geheiratet und alles ist gut. Bis, du Convirramusi, Schatzi, könnte ich ein bisschen Männerurlaub haben? Du weißt schon, Ritterdings, Männer. Aber er zieht tatsächlich weiter und kommt zu einem See.
Boah, der Fischer da hinten hat voll den Hugo Boss Anzug. Guten Tag, gibt's hier irgendwo ein Airbnb? Ja, erste rechts. Es handelt sich dabei natürlich nicht um einen Fischer, sondern um den Gralskönig Amfortas, der immer auf dem See rumhängt, weil seine Wunde so stinkt, an der er krankt. Und er wird sehr freundlich begrüßt in dieser Burg, der Gralsburg Munsalwäsche. Und dann gibt es ein Bankett. Und erstmal wird leeres Geschirr aufgetragen und so zwei Silberdolche und eine Lanze. Und er so, und wo ist das Essen? Da kommt der Gral, ein Stein, nicht etwa ein Abendmahlskelch ist das hier. Und bang, ist plötzlich das Essen da. Und er so, boah. Und er so, ja, ark, hier hast du mein Schwert. Was hat denn der? Aber ich soll ja nicht so dumme Fragen stellen, hat der Gurnemanns gesagt. Und so gehen sie ungefragt ins Bett und am nächsten Morgen, hallo? Keiner mehr da, leere Gralsburg. Da begegnet ihm im Wald seine Cousine Sigune. Und der so, du, ich war hier gestern Abend in so einer Burg in Munsalwäsche, da kommt normalerweise nie einer rein. Hast du gefragt und dem Armen an Fortas erlöst? Nee. Boah, du bist so unempathisch, der leidet wie die Sau und kann nicht sterben, weil der Gral ihn am Leben hält und du fragst nicht mal, komm, verschwinde. Und er so, oh Mist. Da läuft ihm die schöne Dame, die er damals geküsst hat und die jetzt echt heruntergekommen ist über den Weg und er so, guten Tag, du bist schuld, dass ich so aussehe, du hast mich geküsst und mein Mann macht mir seitdem die Hölle heiß. Hat wer die Null gewählt? Da kommt der Mann und der so, du kämpfst jetzt sofort mit mir und versöhnst dich dann mit deiner Frau. Niemals! Und der Parzival macht ihn aber fertig und er so, na gut, knutsch. So, und jetzt ab zu Artus. Artus ist mit der Tafelrunde gerade campen und ganz in der Nähe kommt der Parzival vorbei und sieht auf einer schneebedeckten Wiese so drei Blutstropfen und denkt sich, ah, das sieht ja genau aus wie die Contviramosi, Schatzi. Und er ist so verstrahlt vor Sehnsucht nach ihr, dass er völlig abwesend zwei Artus-Ritter einfach mal so nebenbei platt macht, die ihn zum Duell herausfordern. Der zweite davon ist Kaie und der hat die Keile echt verdient, er bricht ihm den Arm. Und dann kommt der Gawain an die Reihe und sieht, was Sache ist. Wirft ein Tempo über die Blutstropfen und Parzival wacht auf und sagt, wo bin ich denn? Hier bei Papa Artus. Und der kommt und sagt, so, und du wirst jetzt Ritter der Tafelrunde, super! Und sie sind gerade so am Feiern, da kommt ein völlig schräger Vogel, nämlich die Zauberin Kundri. Die sagt, der ist nicht würdig, Ritter der Tafelrunde zu sein, er war in der Gralsburg und hat nicht gefragt, was der am Fortas hat. Oh, oh. Und dann kommt auch schon der nächste Bote und sagt, Gawain hat meinen Chef umgebracht, der wird zum Zweikampf gefordert. Und der so, oh, oh. Wir so, ja, dann gehe ich jetzt mal, wenn ich nicht wert bin, Teil der Tafelrunde zu sein. Ja, geh mit Gott. Nein, der kann mich mal, denn der ist an allem schuld. Und reitend irrt Parzival weiter. Gawain macht sich auch auf den Weg zum Zweikampf, befreit mal nebenbei eine belagerte Stadt und kommt dann dahin, wo er zweikämpfen soll. Und da ist eine schöne Prinzessin und der so, oh, hallo. Und die so, hallo, schöner Mann. Und er legt seine Waffen ab und es kommt zu Heavy Petting. Da kommt der Bruder von dieser Schönen und sagt, Frechheit! Und macht den Gawain fast kalt. Aber der Botenritter tritt dazwischen und sagt, Moment mal, ich hatte den hier zum ritterlichen Zweikampf bestellt. Na gut, also ich lasse dich nochmal laufen, aber nur, wenn du für mich den Gral suchst. Denn da war so ein roter Ritter, der hat mir das aufgedrückt. Okay. Parzival begegnet nach weiteren Abenteuern einem Einsiedler und sagt, guten Tag, ich bin Parzival und sehne mich nach dem Gral und meiner Frau und Gott kann ich nicht mehr leiden. Was? Dann bist du ja mein Neffe, der Gralskönig. Nee, ich hab den nicht gefragt, den am Vortas. Was? Aber Gott Vorwürfe machen oder was? Dann bist du selber schuld. Jetzt büste mal, dann versöhne ich dich mit Gott und dann wird alles gut. Okay. Gawain trifft in der Zwischenzeit die schöne Orgeluse und sagt, hallo, darf ich dir vielleicht dienen? Ja, kannst ja mal versuchen. Puh. Und sie verarscht ihn voll, sein Pferd wird ihm geklaut, aber er besiegt trotzdem alle Ritter, die sich ihm in den Weg stellen. Dann kommt er nach Chastelmarvele, dem Zauberschloss des Zauberers Clinchor, und sagt, oh, da könnte ich ja mal eben 400 Jungfrauen und 4 Königinnen, darunter meine Mutter, befreien. Ah, das Zauberbett. Das Zauberbett ist so eine komische Sache, das hat Räder, sieht man ja hier nicht. Da muss man sich so drauf schmeißen und dann wird man von so einer Selbstschussanlage perforiert. Und er schafft das aber und er legt noch einen Wächter und einen Löwen und die Jungfrauen alle so, super, du bist jetzt der Burgherr, du hast uns befreit. Aber Orgeluse ist noch nicht mit ihm zufrieden und sagt, hier, da hinten von diesem Baum jenseits des Canyons hätte ich gerne ein Kränzchen. Und er so, okay, und setzt unter Einsatz seines Lebens über diesen Canyon hinweg. Da tritt ihm ein Ritter entgegen und sagt, Finger weg von meinem Baum, das ist meine Pflanze, ich heiße Gramopflanz. Und ich duelliere mich erst ab 2 Rittern, außer du bist vielleicht Gawain. Ja, ich bin Gawain. Was, wirklich? Dein Vater hat meinen Vater umgebracht. Da machen wir jetzt ein Duell-Großevent hier, Kaltenburger Ritterspiele. Wir sehen uns. Und Orgeluse ist jetzt vor Angst um ihn wirklich beeindruckt. Er hat sie rumgekriegt und sagt, du, ich wollte dich eigentlich gegen den verheizen, der hat meinen Ex umgebracht, aber jetzt liebe ich dich voll. Zu diesem Duell werden Artus, Ritter und Gedöns angekarrt. Und bevor es noch richtig losgeht, denkt sich der Gawain, Mensch, da wartet der Gramopflanz schon auf mich. Ich muss mich voll beeilen. Und schwingt sich auch auf sein Streitross. Und sie reiten erstmal so gegeneinander an und dann werden sie vom Pferd runtergeworfen. Das ist übrigens immer so die Standardprozedur bei diesen Duellen.
Dann kämpfen sie mit dem Schwert weiter und der fremde Ritter macht den Gawan fast platt. Und plötzlich ruft einer, das ist doch der Parzival. Und der so, was? Parzival? Warum kämpfst du nur gegen mich? Kommt der Gramo-Pflanz und sagt, Entschuldigung, ich glaube, ich war mit dem Gawan zum Duell verabredet. Und der so, Entschuldigung, das ist so ein Reflex bei mir. Also gut, dann müssen wir es halt morgen duellieren. Am nächsten Tag tritt Parzival Gramo-Pflanz gegenüber, ohne dass der es merkt. Und der dann so, sag mal, Parzival, du kannst dich doch nicht ständig in fremde Duelle einmischen. Ja, dann müsst ihr euch halt morgen duellieren. Da tritt Artus dazwischen und sagt, hier, Gramo-Pflanz, du liebst doch eigentlich die Schwester von dem Gawan. Ihr habt euch doch im Internet per Brieffreundschaft kennengelernt. Ja, ich lieb die voll. Ja, dann wird jetzt mal versöhnt und dann wird geheiratet und alle sind voll happy. Bis auf einen, nämlich Parzival. Der so, oh, die Qual des Gral und überhaupt mein Schatzi, oh, ein fremder Ritter. Und wie das immer so ist, macht er einen Lanzenzweikampf mit diesem fremden Ritter und dann hauen sie aufeinander ein. Und es ist das erste Mal, dass Parzival fast besiegt wird, sein Schwert zersplittert und er will weiterkämpfen. Der fremde Ritter so, du hast kein Schwert mehr, ich spuck dir ins Auge, ich blende dich, jetzt ist mal gut hier, das ist unehrenhaft, ich bin Feirefitz von Anjou. Und der so, jetzt check ich's, du bist mein gescheckter Bruder. Und sie werden beste Freunde, denn der Feirefitz ist zwar Heide, aber voll cool, super reich und der perfekte Ritter. Und sie sind gerade bei Artus am Feiern. Da kommt die Zauberin Kundry wieder und der Parzival so, oh nee, die Spaßbremse. Nee, keine Angst, der Gral hat eine Antwort ausgespuckt. Denn da erscheinen manchmal so Schriftzeichen drauf. 42, nee, Blödsinn, du wirst neuer Gralskönig. Und der so, super. Und alles wird gut. Geleitet von Kundry macht sich Parzival auf den Weg zur Gralsburg. Tritt seinem Onkel Amfortas gegenüber und sagt, was fehlt dir, Oheim? Und der so, na endlich, hier hast du die Krone. Parzival wird neuer Gralskönig. Feirefitz lässt sich taufen und heiratet die Schwester von Amfortas. Und es kommt endlich zum Wiedersehen mit Conviramusi, Schatzi. Parzi, wir haben zwei Söhne, super. Dann übernimmt der erste unsere weltlichen Besitzungen und der zweite hier, Loherangrin, der wird neuer Gralsritter. Muss ich, Papa? Du kriegst auch einen eigenen Schwan. Und so wird aus dem dummen Parzival, den die Unwissenheit nicht vor Fehlern schützt, erstmal ein vollendeter Cowboy, Artus-Ritter, der aber immer noch Fehler macht, sich dann aber bekehrt und so Gralskönig, der beste und gerechteste König der Welt von Gottes Gnaden wird. Wie der UN-Generalsekretär, wenn es Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit gäbe. Als Ausbildungsberuf ist Gralskönig vielleicht auch für ihr Kind von Interesse. Und das, liebe Gemeinde, war Parzival von Wolfram von Eschenbach. Vielen Dank.